Ihr seht Timeline, Ausgabe 9. Christian Jacobi trat in den Ring gegen... Gegen Alex Payne. Gegen aus irgendeinem Grund war das ein Runde 1 Match in einem 8-Mann-Turnier. Heißt, theoretisch hätte Christian auch noch ein weiteres Match machen können. Aber Alex hat ihn wieder Mandible Claw besiegt. Natürlich. Es wäre auch schon gewesen, Christian gegen den Iceman zu sehen in der späteren Runde oder so. Klar. Minoru Suzuki haben wir gegen Alex Payne gestellt, der damit auch sein Match gegen einen japanischen Meister gehabt hat. Und war porträtiert worden als der absolute Psychopath und Massenmörder, der niemals eine Miene verzieht, der Spaß daran hat, Leute zu quälen. Und wir hatten keine Ahnung, was das für ein Typ ist oder wie der darauf reagiert, wenn wir dem sagen, hör mal, der Alex hat hier einen coolen Spot, den hat er schon mit dem Granakuma gemacht. Der baut so eine unsichtbare Mauer auf. Und er fand das mega lustig.